Guten Morgen. Nächste Woche werde ich eine Woche nicht da sein, wahrscheinlich eine Woche nicht da sein, weil ich an einer Zusammenkunft teilnehme von Menschen, die sich in der Natur treffen und von der Natur leben und ich dort eingeladen wurde, daran teilzunehmen. Mit der Bitte, nicht als Journalist, sondern als Herzensmensch. Und der Bitte werde ich natürlich nachkommen. Das heißt, ich werde dort nicht filmen und werde auch nicht sagen, wo das Event stattfindet, weil das Event wird nur von Mensch zu Mensch weitergegeben, wo die Herzen sich schon berührt haben, und damit meinte man wirklich körperlich berührt haben. Das heißt, Menschen, die sich persönlich kennen, die kann man einladen, die kann auch ich einladen, wenn ich jetzt Menschen persönlich kenne und unsere Herzen sich schon berührt haben, wenn wir Liebe gelebt haben, dann kann ich diesen Menschen auch die Koordinaten geben. Und ja, diese Events sind weltweit, das heißt, die Anreise ist immer ein bisschen länger und ja, dann trifft man sich meistens im Wald oder in waldnahe gelegenen Gebieten und lebt einen Monat in der Natur. Ich werde wahrscheinlich nur eine Woche dort sein, weil ich halt auch meine Wanderung plane. Aber es ist auch eine gute Probe, weil ich ja eine Woche dann noch im Zelt jetzt schlafen werde, das erste Mal. Nicht bloß einen Tag wie im Garten. Ich verlinke euch nochmal das Video. Und ja, und dann bin ich sehr, sehr gespannt auf diese Menschen. Die Menschen, die ja, für einen Monat alles beiseite lassen. Das ganze Event ist quasi technikfrei. Klar wird es das ein oder andere Handy dort geben. Da werden sich wahrscheinlich nicht alle in letzter Konsequenz dran halten. Ich werde es auf jeden Fall. Ich werde mein Handy auslassen. Und wenn ich dann das dringende Bedürfnis habe, man zu telefonieren oder was auch immer, dann gehe ich halt wirklich so 5 bis 10 Kilometer aus dem Camp raus und ja, will den Spirit, die Energie, die dort ist, da nicht mit meinem Strahlen, im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie verunreinigen, sondern werde auch komplett technikfrei dort mitleben. Es ist halt natürlich wahrscheinlich sehr, sehr anspruchsvoll für mich, als jemand, der ganz normal in der Zivilisation lebt, weil es werden dort Quellen gefunden. Es gibt erst ein Scout-Team, was erstmal die Locations weltweit rausfindet, wo saubere Quellen existieren und die Infrastruktur so möglich ist für so ein Camp, weil das nicht irgendwie so, dass da nur 20, 30 Leute dort sind, sondern zu diesen Camps gehen Hunderte bis Tausende von Menschen. Und ja, dass eben das Wasser rein ist, dass man keine Plätze von brütenden Vögeln stört. Also das geht immer in enger Zusammenarbeit mit, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern heißt, Förstereien oder so. Wird dann halt abgesprochen, wo man idealerweise dann die zelten kann und so weiter, dass man dann wirklich die Natur in keinster Weise schadet, sondern mit der Natur lebt. Und das wird nächste Woche passieren. Eine Woche lang. Entsprechend wird es von dem Event auch von mir keine Videos geben. Ich respektiere das natürlich. Ich werde euch im Nachgang da ziemlich davon berichten und sagen, was das auf uns Spirit hasht, ob das vielleicht eine Sache für die Zukunft ist, für viele Herzensmenschen, sich über diese Events zu connecten, real zu connecten, nicht über das Internet, und ja, ausgehend davon die Saat zu legen für die Menschheit, für die geistige Evolution. Das Event ist für jeden offen, also jeder kann hinkommen, bloß man muss erstmal davon erfahren. Ja. Und ich finde das auch sinnvoll, ne, diesen Naturschutzmechanismus. Also die Events sind mittlerweile sehr viel auch genehmigt, halt zusammen mit der Stadtverwaltung, die halt dort ist, wird das abgesprochen mit der Försterei, weil es halt doch eine ganz schöne Arbeit ist für die Leute, die dann das erst aufbauen, die Struktur, also dieses Seedcamp dort machen, dass, wenn da Sachen, Strukturen aufgebaut werden, dass dann nicht einfach, ja, da kommt jemand und sagt, das ist illegal und alle müssen gehen. Also alles schon genehmigte Sachen. Bloß, man muss ja nicht alles ins Internet tragen, ne? Gerade wenn halt Menschen dann hingehen mit Kameras und interessiert, oh, nackte Menschen, und also wie gesagt, Nacktheit ist dort kein Problem, und entsprechend, ja, einfach da filmen, und da ist es schon ganz sinnvoll, dass man da eben gewisse Sicherheitsmechanismen, kleine Hürden aufbaut, und jeder, der wirklich interessiert ist an so einem Event, der wird auch das Event finden. Er muss bloß sein Herz offen haben und dann passt das schon. Ja, das geht nächste Woche los und ich werde in der Woche wahrscheinlich keine Videos machen. Also von dort sowieso nicht.
Aber es kann ja sein, dass ich mal aus dem Camp rausgehe, so 10 Kilometer oder so, und vielleicht dort ein Video mache. Das kann passieren, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich wird es keine Videos geben in der Woche von mir. Das wird auf jeden Fall eine Selbsterfahrungswoche geben, die wahrscheinlich sehr intensiv wird. Gehe ich mal davon aus. Die letzte Erfahrung mit dem Wasserfasten fand ich auch sehr intensiv. Und ich denke auch, in der Woche werde ich nicht auf meine Nährstoffe kommen. Ich weiß nicht, wie es dort mit Wildkräutern aussieht, wo sie dort genau sind. Aber könnte vielleicht eng werden. Also, weil wir ja wirklich nur an einem Punkt sind in der Natur. Und normalerweise, wenn wir unsere Nährstoffe in der Natur bekommen wollen, da aus der Natur bekommen wollen, müssen wir umherstreifen und schauen, wo gibt es was. Und dann bleiben wir nicht nur an einem Fleck und essen dort ja, einfach, was dort ist, sondern wir müssen halt schon schauen, dass wir überall hinkommen. Und unsere aktuelle Natur oder die Lage in Deutschland ist auch nicht an allen Stellen die beste. Glücklicherweise ist es ja vielleicht nicht in Deutschland, sondern in Europa. Und entsprechend, ja, mal sehen, mal gucken. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich meine Omega-3-Fettsäuregehalt da jeden Tag decken kann und mein Jod und was auch immer. Also von daher müssen wir mal schauen. Die Erfahrung mit dem Event, dann werde ich euch auf jeden Fall dann präsentieren. Es wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein, inwieweit Menschen, die wirklich die Liebe leben, zusammenkommen und offenen Herzens sich begegnen, trotz unterschiedlicher Vorstellungen. Und da denke ich vor allem an die vegane Ernährung. Ich bin gespannt, ob es dort Menschen gibt, die sich nicht vegan ernähren, die sich nicht pflanzlich ernähren und die halt trotzdem für sich den Spirit der Liebe in sich tragen. Und Menschen wie ich, die sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie man den Spirit der Liebe in sich trägt, dieses Mitgefühl und dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Käsebrot isst oder sowas. Ja. Was dann passiert? Ich habe absolute Toleranz und Respekt und kann das akzeptieren, aber ich werde nicht die Liebe spüren. Da bin ich mir schon relativ sicher. Ich werde nicht die Liebe spüren. Zumindest nicht dann, wenn der Mensch sich bewusst ist über das, was er tut. Es gibt Menschen, die sind noch uninformiert. Na? Die wissen nicht, dass, weiß ich nicht, Käse mit Leid verbunden ist, dass da Lebewesen leiden drunter. Aber wenn die das dann wissen, und das werden sie, ja, wie das dann ist, wie sie sich transformieren und was dann passiert. Und da gibt es sicherlich noch andere Problemfelder. Und gerade wenn ich an Drogen denke, was da werden sicherlich auch verschiedene Ansichten. Das ist jetzt ein Thema, was mich nicht tangiert, aber ich bin mir sicher, dass da auch da verschiedene emotionale Ansichten existieren. Was dann so in einem Camp passiert, wo ja die Liebe das ist, was alldominierend ist, was gelebt wird. Ja, gut, das soll es von meiner Stelle gewesen sein. Ich wollte euch bloß da informieren, dass ich sozusagen an so einem Event teilnehme. Wahrscheinlich eine Woche, vielleicht auch nur einen Tag. Ne? Kann immer sein. Vielleicht bleibe ich da auch einen ganzen Monat. Aber in der Zeit wird es auf jeden Fall keine Videos geben, beziehungsweise vorproduzierte Videos geben. Und das Kommentieren wird sicherlich auch eingeschränkt sein. Je nachdem, inwieweit ich auch dort in dem Camp für meine Wanderung weiter trainiere und auch viel laufe, denn wenn ich außerhalb des Camps bin, so 10, 20 Kilometer außerhalb des Camps, kann es durchaus sein, dass ich da Lust habe, euch eure Kommentare zu beantworten, weil, wie gesagt, diese Liebe, die spüre ich nicht nur zu meinem unmittelbaren Umkreis, sondern weltweit. Das ist eine allumfassende Liebe und viele von euch, wenn sie nur ein Herz schreiben oder ein Smiley in den Kommentaren, spüre ich die Liebe. Es gibt welche, die posten ein Smiley, das spüre ich die Liebe nicht. Ich kann euch das nicht erklären, warum das so ist. Aber es gibt Menschen, die kommentieren bei mir und ich spüre die Liebe. Das ist rational nicht zu erklären, aber ist halt so. Und wenn ich das spüre, dass ich das möchte, ja, und ich bin irgendwo dann fernab von diesem Platz, könnte es ja sein, dass ich da auch im Internet bin. Das werde ich halt sehen. Ich werde auf jeden Fall für mich ein kleines Sprachtagebuch führen und oder vielleicht auch ein richtiges Tagebuch, keine Ahnung, auf jeden Fall so ein bisschen die Eindrücke auch sammeln und diese werden sich dann natürlich auch in den Videos wiederfinden und das wird gewesen sein. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder, Christian. Tschüss.